Schürfer. Die Waffen sind verloren. Der Äther hat ihren Verstand geraubt. Isabel vermutet, dass der Kaiser Oriflam aufgeben will. Vertreiben kann, dann sicher eine Ätherflut. Jetzt verstehe ich. Die Wachen am Tor. Die sollten nicht den Weg hinein versperren, sondern keine Akasischen rauslassen. Ist nicht so weit. Los! Hilfe! Warte! Das ging früher schon mal besser. Eigentlich sagt man Danke. Sie ist positiv. Mit mir verirrt ihr euch nicht. Das wird etwas dauern. Schnapp sie her! Nicht zu nah, Torga! Fass, Torga! Leibling! Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben!
muss. Fast, Torga! Hier drüben! Wie ich sehe, haben Sie die Holztür durch was Stabileres ersetzt. Komm auf drei. Drei! Was ist mit zwei? Frag die eins. Nochmal? Klar, aber mit Schmackes. Wen hält sowas auch auf? Der Mutterkristall ist gleich da vorn. Ist er das? Ich sehe überhaupt nichts. Naja, solange ihn niemand bewegt hat. Wie ausgestorben. Das ist unglaublich. Diese Größe. Dort. Der Weg führt ins Heiligtum. Ist ja immer noch nicht zugemauert. Ganz schönes Armutszeugnis. Warte, das heißt... Ja, hier habe ich damals mit Bahamut Fang gespielt. Leider auf Kosten dieses beachtlichen Bauwerks. Eine Selbstverteidigung. Aber wie hast du es hier rausgeschafft? Bin gelaufen. Probier's mal. Oh nein. Ich steh schon wieder. Schweigt ihr zwei mir irgendwas? Erzähl ich später. Warum sind die Kreaturen vom Phönix-Tor auch hier in den Minen? Besteht zwischen beiden Orten eine Verbindung? Thank you.
das, Torgal! Lass sie nicht entkommen! Los, reicht's! Hier drüben! Pass, Torgal! Da, Boss! Du weißt, was zu tun ist. Das war's. Als ich noch in der Armee war, haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen habe ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Wo kam das her? Dreimal darfst du raten. Armes Tier. Noch ein Opfer der Flut. Gut. Er will's drauf anlegen. Bereit, Clive? Immer. Los! Stay, it's 10.
Hier drüben! Clive, pass auf! Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Hm? Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Dann muss ich das wohl auch. Wird Zeit, dass ich meinem Titel gerecht werde. Sid, der Geächtete. Da. Hat jemand noch Bedenken? Keiner. Wir stehen hinter dir, Sid. Worauf warten wir dann noch?
zauberhaft. Das Herz von Sanbrek. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meins also. Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Sieh doch. Was ist das? Ich schaff's nicht. Nicht ohne Ifrit. Zu mir. Ich kann das nicht ohne dich. Nicht. Schon wieder. Wo steckst du? Das ist nicht Drachenkopf. Ich war schon mal hier. Was? Yes, we certainly will be real, we're not.